Einen wunderschönen guten Tag, liebe Basketballfreunde. Willkommen hier wieder zu NBA 2K17. Und zwar wieder zurück bei My Team. Hier in der letzten Folge hatten wir ja unser erstes Online-Spiel absolviert. Mit unseren Free Agent Guards haben wir mit knappen 20 Punkten unseren Gegner gewonnen. Und es kann man auch schon anfragen wegen, ist halt, die Folgen sind dann relativ lang und ich kann mal halt anfragen, ob's wegen kürzer, wegen Schneiden oder sowas. Habe ich auch schon überlegt. Ich glaube nicht, dass sich jeder so ein das Online-Spiel mal anguckt. Okay, live ist halt so und geschnitten ist halt was anderes. Schneiden könnte ich es, dann wäre das Video, ich denke mal, 20 Minuten kürzer mindestens, oder 20 bis 30 Minuten kürzer, dann wären wir bei einem 15 bis 20-minütigen Video. Ich weiß nicht, ob euch sowas denn gefällt. Müsst ihr in die Kommentare schreiben, aber ja, wir werden uns eh konzentrieren auf Online-Matches, aber heute möchten wir mal die Domination ein wenig spielen. Die möchte ich offline denn mehr oder weniger spielen, und zwar habe ich so gedacht, dass wenn ich jetzt die komplette Domination durch habe, werde ich beim letzten Spiel, wenn wir das letzte Spiel machen und das gleiche mache ich im ersten Spiel und die anderen Spiele dazwischen werde ich dann so einfach denn offline spielen, euch dann vielleicht die Ergebnisse zeigen oder zeigen, ich hab's geschafft. Aber ja, wie wir heute gegen Los Angeles Lakers spielen, ich werde mal ganz kurz in die Aufstellung gehen, weil ich möchte meine Free Agent Karten hier nicht benutzen. Warte mal, gucken, was wir noch so für Spieler haben. Wir haben noch... was hat denn Sonja für einen Dreier? C. Ja, Gary Harris, der kann locker schmeißen. Müssen wir auf den Dreier mal kurz gucken. 76. Auf jeden Fall tue ich mal... Ja, da wäre was ganz anderes auf die Bank tun. Wir werden Antetokounmpo tun. Wenn wir hier Antetokounmpo setzen als... Power Forward. Iggy ist ja auch ein Free Agent, den können wir eigentlich wegmachen. Also, den können wir spielen, weil der ist Free Agent. Reugnet. Und dann für Gary Harris machen wir dahin. Ja, wie machen wir dahin? Schwer zu sagen. Da lassen wir, glaube ich, Gary Harris. Und da werde ich jetzt einfach nur, wenn ich jetzt zur Bank gehe, werden wir jetzt noch LeBron James hier rausnehmen. Da werden wir dann einfach Delly hinsetzen, auch ein guter Backup-Point-Guard. Und was haben wir nicht so viel bezogen? Wir haben Backup-Point-Guard, wir haben Backup-Shooting-Guard, haben wir nett. Small-Forwards haben wir auf jeden Fall. Power-Forward, ja, mit Tobias Harris und Trevor Reader kann man auch einsetzen und Backup-Center, mein Gott, hat Paul George, wenn wir dann mal da raus... So geht es. Mit der Steuerung muss ich noch ein bisschen dran gewöhnen. So, wen haben wir denn hier? Rashawn Holmes, ja, boah, wen soll man denn da nehmen? Spencer Hawes, Cole Aldridge, Center. Komm, nehmen wir Sonja. Nehmen wir doch Sonja. Das wäre jetzt unser Team. Iggy Dollar, denke ich mal, kann ich mir jetzt einfach weg, als Free Agent wegdecken, den brauchen wir denn nicht. Das ist unsere überarbeitete Aufstellung. Wir gehen jetzt in den Domination-Modus rein und spielen unser erstes Spiel gegen die Los Angeles Lakers. Spiel starten. So, Domination-Modus, ja, ist jedes Mal, ist ganz gut, um sich Spieler schon zu holen, sag ich mal, für sein Team, My Team Points zu kriegen. Letztes Jahr war es ja gut mit Goldspielern, konnte man sich noch einen Kobe holen. Dieses Jahr sind die Wertungen ja alle ein bisschen runter und ist schon etwas traurig, dass Brandon Ingram so schon die beste Wertung hat von den Startern. Also der Beste, die beiden Besten sind schon mit Russell und Clarkson. Ich weiß nicht, ob Clarkson in der echten Saison, der realen Saison, denn starten wird. Weil die brauchen auch Bank. So, die Einführung, glaube ich, die können wir überspringen. Man ist halt laut. Ja, die können wir überspringen. Wir spielen mit New York-Klamotten. So. Wir spielen in Los Angeles. Letztes Jahr war es in Domination, waren die 76ers das erste Team. Und jetzt legen wir mal los. Und Towns hat schon mal den Sprungball gewonnen und macht die ersten Punkte.
So einfach geht das. Ich habe noch nichts Großartiges geändert, was Logo und Trikots angeht. Habe ich erstmal so gelassen. So. Wir müssen eine bestimmte Punktzahl an My Team Points bekommen. Aber dann müssen wir das mal unterbrechen. Ich bin gleich wieder da. So, wir können weitermachen. So, jetzt habe ich gerade auf. Erstmal auf den Stadtrat gekommen. So, wir machen weiter. Lua denkt mit einem N1. Und dann gehen wir in die Lakers. So, gucken, wie Curry hier abgehen wird. Wenn wir mal ein paar Dryern. Ja. Warte mal, Kai Towns, der hat doch einen schönen Hookshot. Und jetzt cool. Wunderbar. Kai Towns mit dem Hookshot. Das kann man richtig gut timen da unten mit dem Shotmeter. Ah. Ja, da ist halt Cut. Die KI zu verteidigen ist einfach so nervig, ja. So, ganz einfacher Pass von Curry und KNC Towns. Das ist ein gutes Duo, sag ich mal. Eine KI würde ich verteidige ich auch lieber auf, weil es macht keinen Spaß gegen die KI. Ja, siehst du, haben wir mal einen Stop hinbekommen. Okay. Jetzt haben wir mal, glaube ich, Curry ein bisschen alleine und Iguodala. Was ist das denn für ein schlechtes Layup? Dafür kann Iguodala nur Defense. Und was macht der Moskow? Gefühlt kann Iguodala nur Defense und Dreier. Und vielleicht ein bisschen zum Korb ziehen, aber haben wir gerade gesehen, da war nichts. Dann müssen wir eigentlich auch einen Dreier bekommen. Ja, bekommen wir und der ist grün. Ja, aha. Wichtig sind viele Assists, sind Fastbreak-Punkte bei Domination, weil das gibt dann auch immer so Fastbreak-Punkte extra, die sind richtig viel wert. Weil letztes Jahr zum Beispiel der Fall. Der gleiche Fehler, die KI cuttet da, ich krieg das nicht hin. Und Anthony Towns mit dem langen Zweier. Ja, wie können wir drüber reden? Wie gesagt, ich habe euch schon gefragt. Wie gesagt, wollen wir das Ganze als ungeschnittene Version machen lassen? Oder wollen wir das als geschnittene Version zeigen? Gary Harris kommt mit einem Pull-Up-Dreier. Gary Harris? Oh, schade. Der war ein bisschen lang, der Dreier. So, da haben wir die KI verteidigt. Und Curry mit guter Defense. Und kein Towns. Ah ne, Antetokounmpo. Schade. War auch noch ein langer Zweier. Typisches Curry-Play gewesen, da einfach einen Dreier zu nehmen. Und schon werden die Starter ausgewechselt. Ja, wir haben ja hier nur 5 Viertel. Carter Williams ist drin. Dann haben wir Dele als Shooting Guard, Marvin Williams, Tobias Harris und Gotthard. Das ist auf jeden Fall ein solides Silber-Line-Up. Oh, good D. Brad Ingram. Starker Wurf. Mal gucken, ob wir die 3 Sterne bekommen. Oh, schöner Pass von Matthew Dellavedova zu Marcin Gotthard. Also wie gesagt, am besten würde ich mich über Feedback von euch in den Kommentaren freuen, wenn ihr da was unterschreiben würdet. Wegen geschnittener Version, ungeschnittener Version. Good D von Marcin Gotthard. Ah, noch einen guten Contest bekommen. Och nee, was ist das denn? Da wollte ich passen und dann breitet er aber innen gemacht. Naja. Gut. Ja, dieses Jahr haben die Lakers ja mit neuen Head Coach Luke Walton, der von den Warriors kam. Er war dann noch Assistant Coach und hat auch die ersten über 40 Spiele der Saison der Warriors, also letzte Saison, gecoacht. Hat einen sehr guten Rekord gehabt. So, wir lassen es erstmal so. Machen wir uns mit einem offenen Dreier, der muss drin sein, gerade bei ihm. So, Calderon drin. Wir können auch ein bisschen jedes Mal über das Team hier reden, aber wir machen ja wirklich ja nur diese eine Folge. Domination, bis wir den Good D. Das war Tobias Harris. Ja. Gut. Müssen wir mal das Fastbreak abbrechen.
Ah, das ist typisch KI, die kriegt den Ball immer. Da braucht man nicht hinpassen bei sowas. Da hat Nick Young einen leichten Wurf bekommen. Jetzt versuchen wir mal hier durchzurennen. Ja, machen wir nicht durch. Ja, ich hoffe, dass Luke Walton mal ein bisschen Defense reinbringt. In das Roster der Lakers und Marvin Williams für 3. Einer meiner Lieblingsspieler in NBA 2K16, was My League anging. Da haben wir mal so eine Fantasy-Liga gemacht und hat richtig Bock gemacht. Der, den als Power Forward, das war ein Monster. Auf Nick Young sollte man auch aufpassen, da kann man gerne mal ein paar Dreier reinschmeißen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, das ist bisher eine gute Defense, aber Nance mich nicht offen lassen. Der hat auch einen soliden Midrange. Und Carter Williams, ah, schade, das Leer hat nicht perfekt getimed. Ja, Pull-Up-Dreier, Nick Young. Subatsch. Ja, der, Alter. Oh, der ist ein bisschen weit weg. Die Richtung war völlig in Ordnung. 19-0 vor nach einem Viertel. Ich weiß nicht, wie viele mal Teampoints wir gesammelt haben. Aber da brauchen sich noch nicht drum kümmern, sage ich mal. Wichtig sind, dass man Defense spielt, Rebounds holt, Assists sammelt. Das ist richtig wichtig. So, wechseln wir ein bisschen aus. Ich würde gerne auswechseln. Okay, dann wechsle ich nicht aus. Ach, Kemba Walker. Dass der gerade nicht eingesetzt wurde, ist auch ein bisschen fragwürdig. So, das ist Sonja, der da ist. Das ist Mario, der Kroate. Ich muss hier. Also, so wie ich manchmal nicht leicht, Defense zu spielen. Anthony Brown. Guter Spieler. Solider Spieler. So, komm. Na, da habe ich. Boah. Da war ich ja dran mit Kemba Walker, wenn er den Wurf trotzdem macht. Ist gut. Also, was macht er denn da? Ich habe gedacht, dass er einen Leer mit der linken Hand machen soll. Wie schnell ist denn eine Sonja? Da kann er auch danken, wa? Ja, macht da so ein Layup. Sonja ist auch ein richtig guter Danker. Wie schnell der ist als Broncos-Spieler. Da kann man ja richtig stolz drüber sein. Eieiei. Ui. Also es ist hier eine Defense. Brauchst du Kim sagen. Oh! Gotthard! Mit dem Block. Aber das Feuer nach. Da muss man erstmal einspielen wieder gegen KI. Also es war letztes Jahr so, dass man bei 10 Freiwürfen noch seine Freiwurfquote von diesen 10 mindestens versuchen, dann auch oben drauf bekommen. Letztes Mal Team Points, glaub, dieses Jahr ist es genauso. Deswegen müssen wir mal öfters zum Korb ziehen. Beispiel mit Antetokounmpo. Da ist zum Beispiel ein Foul. Und das brauchen wir. Sowas würde ich vielleicht nicht in echt nehmen. Also im Spiel, wenn ich jetzt so spielen würde, würde ich es, denke ich mal, nicht nehmen. Aber es bringt uns was. Für die My Team Points auch ein wichtiger Tipp von mir. Freiwürfe, mindestens 10. Dass er die hat. So, die sind beide grün bei Kemba Walker. Da kann man sich auf jeden Fall sicher sein. Was mache ich denn hier? Ich habe da auf dem Bildschirm was geguckt. Oh, da ist er Maus. Auch wenn Randle da offen war. An sich geht's gegen die Lakers. Letztes Jahr waren die Lakers noch richtig OP. Da habe ich auch Probleme gehabt. Warte, du Kumpo. Und dieses nächste Foul. So einfach ist das. Der ist so schnell. Jetzt ist Giannis an der Freiwurflinie. Hat eine 67 als Freiwurfwertung. Ist völlig in Ordnung. Sollten eigentlich auch beide drin sein. Nee, nur einer. Ja, gut. Hauptsache, wenn wir diese 10 Versuche erstmal haben, ist es auf jeden Fall erstmal richtig gut. Oh, Ariza mit dem Steal. Sehr stark. Okay, wollte eigentlich ein Foul ziehen, deswegen gehe ich auch einfach straight zum Korb, sage ich mal, um da meine Dings zu bekommen, meine Fouls zu bekommen. Wir führen mit 12 Punkten gegen die Lakers, Timeout von Luke Walton. Für uns kein Problem hier, wir haben ein sehr gutes Lineup, also mit Antetokounmpo macht das, dass es noch so richtig gefährlich wird, meiner Meinung nach. Curry wird jetzt reingeholt, jetzt kommt die Starting Five rein.
Steph Curry. Ja, braucht man nicht so oft spielen lassen. Gerade wenn sie später aufkommen. Man muss auf jeden Fall gewinnen. Curry mit dem Fast-Stil, sag ich mal. Man muss ja auch in den Teams, muss man ja gewinnen. Wenn du nicht gewinnst, hast du schon automatisch verloren. Egal, ob du 1000 Mal Teampoints geschafft hast oder ob du diese Ziele geschafft hast, man muss gewinnen. Das ist wichtig. Switch ich mal. Geh, bleib du mal da dran, ich bleib dann an. Ah ne, jetzt sollten wir mal Clarkson nicht drin, ne? Und dann kommt Pokutis an. Rebound und dann direkt hier vorne. Hey, nein. Ingram Stepback Dreier. Ey, was? Sowas geht dann wieder rein, ja? Mit Rebound oder gegen Bullshan. Mit 10, was? Curry? Oh, was? Ey, der muss doch rein. Jetzt habe ich es zu viel rumgelassen. Diese Lakers sind gut. Wo sie jetzt. Wo sollte drin sein? Ja. Sobald die Lakers scoren, ist das irgendwie ein Bug. Also da kann man direkt immer scoren. Das ist irgendwie ein bisschen unrealistisch, finde ich persönlich. Und einfach aufpassen, dass hier hinten links nicht cuttet. Ja, das ist anders. Das ist halt eine. War der nicht im Aus? Der war doch im Aus mit seinem Fuß. Dann scored er da so lächerlich. Und jetzt macht er wieder. Und Curry! Haha, mit dem Dunk! Steph Curry! Coast to Coast mit dem Dunk! Ja, D'Angelo hat da keine Defense gespielt. Also Curry ist so ein bisschen overpowered in dem Spiel, was Defense angeht. In echt spielt er ja keine schlechte Defense, sag ich mal. Solide, ja. Für seine Größe, für sein Gewicht spielt er relativ solide Defense. Ja, da kann man nicht meckern. Und, also, viele beschweren sich nicht über seine Defense. Die war schon mal schlechter. Der ist grün zum Beispiel drin. Ja. Also, im Spiel spielt er richtig gute Defense. Das ist echt krass. Also. Da kann man mit ihm auch richtig gut Defense spielen. Ariza mit dem Stil. Curry für 3. Swish! Hoho! Bang, bang. Eieiei. Also, mit Curry kann man die Dreier nehmen. Die sind da drin. Ingram. Alter, hat der ein schönes Release. Alter! Na, ja, Ingram, denke ich mal, auch leicht OP in dem Spiel. Ja, mal gucken, ob wir mit Curry vielleicht irgendwie einen schweren Wurf nehmen können. Karl T. Towns, Gary Harris, ah, plus Dreier. Ohoho. Und schon 20 vorne gefühlt. 19 vorne gegen die Lakers. Geht ja schnell hier. Also die Dreier sind krass. Oh, Karl T. Towns mit guter Defense. Jetzt schmeiß mal einen Lob. Was? Ich dachte, keine Towns, weißt du, der bleibt erstmal in der Dreierlinie stehen, ja? Aber okay. 10 Sekunden sind noch. Irgendwie noch. Steht da sowas? Da war ja immer dran, ne? Ja. Noch einen Rebound bekommen. Oh, hier, der Ball fliegt. Tschüss! Halbzeit 40-21. Also, Offense läuft, defensiv auch. Und ich denke mal, wir können zufrieden sein mit unserer Leistung. Curry trifft die Dreier. Und so muss das auch sein. Es ist wirklich die Halftime-Show? Ah ja, gut. Die Browns sich angucken. 14 Punkte hat der Curry. Ja. 14 Punkte ist in Ordnung. 5 Steals, 13 Assists haben, das ist richtig gut. Es sind Rebounds, Assists sind wichtig, so muss das sein. Ja, das war eine gute Halftime-Show. Die Browns sich angucken, also. Auch wenn ich die drei mag. Auswechslungen? Marvin Scott hat. Kemba Walker will ja gerne rein. Ach so. Curry ist noch weiter drin. Ich hab's gesehen, dass D'Angelo Russell cuttet, ja.
Aber wir können jetzt ein bisschen über die Lakers reden, sage ich mal. Dieses Jahr. Nee. Weißt du, die Teile sind doch... Die sind contested, aber sind doch dann fast noch wieder drin. Gary Harris? Bang! Da wird einfach Curry gedoubleteamt. Ist ja unglaublich. Ja, wir können ein bisschen über Lakers reden. Wie gesagt, neuer Coach. Erstes Jahr ohne Kobe. Seit 1996. Ich muss auf Russell aufpassen. Da ist er nämlich schon. Dann kann die KI so leicht stehlen. Ah, der ist drin. Über Deng. Ja, der war richtig gut, der Wurf. Oh, warte mal, Curry. Langer Dreier. Oh, schade. Schade. Oh, da war doch Antetokounmpo dran. Ja gut, wie gesagt, jetzt haben sie mit Brad Ingram wirklich guten Spieler bekommen. Und ich sag mal so, ohne Kobe... Wenn es die Lakers besser, wenn es die Lakers auf jeden Fall, würde es die Lakers besser gehen, sag ich mal. Kobe war der Star, hat viele Würfe genommen, hat auch oft nicht gepasst, aber ich denke mal jetzt mit Russell als neuem Leader, kann man ja sagen schon, kann man zufrieden sein. Das wird gut werden, das wird richtig stark werden. Ich freue mich auf die Lakers diese Saison. Ich glaube nicht, dass sie Letzter werden. Playoffs ist noch in weiter Ferne, das werden sie nicht so schnell erreichen. An Russell müsste man mal dranbleiben. Alter, was ein Block. Okay. Oh, hey Sonja. Für drei. Oh Mann. Schade. Tarek Black. Die haben ja die Lakers in der Preseason haben sie schon ein bisschen was gezeigt. Wir haben schon zwei Spiele absolviert, da war ich dran. Und das erste Spiel haben sie gewonnen gegen die Sacramento Kings. Da lagen sie schon gefühlt 20 Punkte hinten und haben das Ganze noch aufgeholt im vierten Viertel. Das war richtig gut. Und im zweiten Spiel haben sie gegen die Denver Nuggets, da haben sie auch eine Führung gehabt von über 10 Punkten. Und dann noch verloren. Oh, jetzt wird er hier gedoubleteamt. Iggy mit dem Midrange. Kante Towns mit dem Offensive Rebound. Ist der stark. Ja, also die Lakers auf jeden Fall sind eins der Teams mit dem eins der jüngsten Kader, kann man sagen. Ja. Russell ist 20, ist 19, Ingram ist 18, 19, Clarkson ist noch nicht alt. Also das ist so ein gutes Team. Oh ja, was mach ich denn? Ah, gute Defense. Ah, Kante Towns ist so stark. Man ist ja auch schnell. Hier. Ariza für drei. Bang, bang. Alter, das ist so gut, was wir hier spielen. 51-25, das kommt mir so leicht vor. War dann noch mit Curry als guten Spieler, den wir noch haben. Guck mal, den Wurf. Ja, kein guter Wurf. Also, dahinter auch noch Dreckswürfe. Hier, Sonja. Wide open. Place is released. Trotzdem drin. Moin, moin. Das ist ja unglaublich, was wir hier treffen. Die Dreier fallen ja. Alle offen, sag ich mal, gefühlt. Wir haben ein bisschen Iso-Ball gespielt. Und Ariza mit der Defense hilft mal ganz kurz Curry. Nehmen wir mal einen Dreier, würde ich sagen. Nehmen wir da noch einen, würde ich sagen. Oh, wir sind ja. Curry, ja. Habe ich gesehen, der hat sich da in der Zone so ein bisschen bewegt unten. Ja. Kommen wir noch zu anderen Lakers-Spielern. Wir haben Luadeng im Team. Wir haben einen Jose Calderon, einen Veteran Point Guard, ja. Das ist wirklich gut, was die Lakers da. Ich finde es gut. Mit Moskau haben sie einen soliden Center bekommen. Der auch, wen hatten sie denn davor als Center? Ja, auf Center waren sie nicht so gut besetzt, wa? Ne, Ariza nächster Dreier, meine Güte, ist ja alles drin hier. Ja, Tarek Black hatten sie als Center gehabt, wir hatten Robert Zachary, aber es war nicht das Gebot, was er. Wen hatten sie denn als Center gehabt? Stimmt, Roy Hilbert hatten sie. Was ein Steve. Curry für drei.
Bang! Bang, bang! 62-27. Blowout. Eieiei, wir sind im dritten Viertel. Da kann man ja alles machen. Also Curry ist wirklich sowas von geil zu spielen. Und mit Luadeng haben sie so einen guten Verteidiger, der wichtig für die Lakers Defense ist. Guck mal, da wurde wieder Help gespielt. Unabsichtlich. Der läuft einfach in die Mitte. Weil es irgendein anderer Spieler weg, musste denn Help spielen. Komm. Also der normale Curry, ohne diese Downgrade-Wertung, hätte den getroffen. Oh, Curry mit der guten Defense. Andre Iguodala. Curry? Oh, was ein Backstein. Curry? Ja, mal ein Contest. 62-30 nach drei Vierteln. Damit kann man wirklich gut zufrieden sein. So trinken darf man ja auch mal. Aber das wird ganz leicht hier. Ich glaube, wir brauchen nur 3,75 mal Team Points. Und die haben wir schon längst durchs Spiel hier alleine schon geschafft. Mit Freiwürfen brauche ich mich gar nicht drum kümmern, das schaffen wir auch so. Auswechslung nehmen wir jetzt einfach mal als Point Guard, würde ich sagen, rein Kemba Walker. Als Power Forward Antetokounmpo. Als Center Marvin Williams ist mein Def Lineup, denn Shooting Guard, denn lassen wir so. Das ist mein Lineup jetzt. Ja, es ist. Guck mal, kann man jetzt auch hier ganz einfach hingehen, aber der Dreier ist drin! 4,58 mal Team Points, 4,61 haben wir schon. Also mit Dreier nur so kriegen wir nicht viele, wenn wir noch dazu noch einen Assist haben, noch einen Fastbreak-Score dadurch. Das kann ich zum Beispiel nicht verteidigen. Dann gibt es immer noch so extra mal Team Points. Ein Dank gibt viele mal Team Points. Wenn wir jetzt mit Hasonja mal einfach mal so rausgehen, aber guck mal, der ist schon wieder offen. Ja, okay, wenn er nicht drin ist, war ein anderes Release. Kann ich immer reingehen. Also Lakers haben sie ja noch Yingliang geholt. Chinesischer Nationalspieler. Gute Defense von Marvin Williams. Ein Block gibt 8 mal Team Points. Da könnt ihr euch das vorstellen. Und ja, kam aus China, hat schon in der NBA gespielt. War mal 7. Pick in der ersten Runde. Schon ein bisschen her. Ich glaube 2005 war es. Ein ganzes Bronzespieler, das ist unfassbar. Das kann nicht sein. Oh, schöner Block. Hey, Sonja. Okay, drin. Ich dachte, der ist richtig weg, aber okay, gut, haben wir gesagt. Ich will nur ein paar Fouls ziehen. So. An sich, die Lakers haben, finde ich, ein gutes. Ich bin ja auch Lakers-Fan, also ich freue mich auf jeden Fall auf das Team nächstes Jahr. Diese Saison meine ich. Gary Harris, Pull-up-Dreier. Swish. Eieiei, Gary Harris. Wir sind mit 38 vorn. Das ist ja unglaublich, was wir hier spielen. Warte mal, jetzt ist hier komplett keine gute Aufteilung in der Defense. Da ist das dann ja auch noch vorbei. Das ist nicht auch noch vorbeigelaufen. An sich. Jo. Mal hier. Ja, das war zum Beispiel das gute alte Give and Go. Ich habe aber nichts gedrückt, das hat er von ganz alleine gemacht. Und ja, nächsten Punkte 72-34. Aber ich freue mich auch, wie gesagt, auf die Lakers. Ah, oh, was ist das denn für eine Defense? Ich drück da nicht mal was. Gotthard? Marvin. Und das ist faul. Das brauchen wir auch noch. Wunderbar. Freiwürfe 5 und 6 müssten das sein. Aber wie gesagt, man kann sich die Lakers jetzt noch nichts angucken mit Russell, der richtig stark spielen wird, glaube ich. Mit Clarkson zusammen, so einen jungen Backcourt, der wird richtig gut, wenn ich freue mich so drauf. Wenn sie vielleicht in der Free Agency Phase vielleicht noch einen guten Spieler sich ereignen können, sich holen können, wäre vielleicht gut, ein Trade. Jetzt mit Kaido haben sie noch einen erfahrenen Point Guard, der von draußen werfen kann, und die Schützen brauchen sie, wie gesagt. Die Lakers haben ein gutes Team, was
was Offense angeht. Defensiv waren sie immer noch ein bisschen, waren sie ein bisschen schlecht, sie waren relativ schlecht. Also die waren das schlechteste Team der Liga, was Defense anging. Das war unglaublich. Manchmal haben sie Defense gespielt wie Götter, aber naja, das war eher auch eher ein seltener Fall. Aber ich sag mal so, Lakers werden manche vielleicht überraschen, vielleicht werden sie auch enttäuschen, ich weiß es nicht, ich hoffe sie überraschen. Sie können Teams schlagen, sie können was zeigen. Nick Young mit einem schweren Wurf, das ist aber dann gut sieht uns von der Sonja und der läuft jetzt mal ein bisschen hier. Sonja, der Backdreier. Oh, was ein Rebound. Aber der war schon drüber dabei, der ist über den Korb. Über die Korbanlage geschoben, gesprungen. Ha! Ist das gut. Eliup auf Karl Anthony Towns. Hat Randall gesehen. So ein bisschen. Aber Karl Anthony Towns hat den gefinished. Schön. Da gibt's Fastplay-Punkte. Habt ihr gesehen, noch vier extra Punkte. Oh, was ist das denn? Guck dir mal, man muss einmal Viereck drücken. Das ist so eine gute Defense. Wir liegen mit 42 Punkten vorne, wenn ich richtig gerechnet habe. Noch 1,50 zu spielen, also nix spannend hier. Anthony Brown, so, oh, der hat auch Lust. Der Greek Freak. Ist der da durchgegangen? Einfach nur stark. 80 zu 38. Meine Güte, 30 von 46. Nick Young trifft nicht. Noch nix, noch ein Rebound. Und ein ganz einfacher Midrange. Assists sind so wichtig, also. Wir spielen richtig gut bisher, das läuft richtig gut. Ja, manchmal bin ich in der Defense ein bisschen abwesend. Doch nicht so schlimm, 45, da braucht man nicht unbedingt Defense spielen. Reicht, wenn man da sich anstrengt. Karl Towns. Habt ihr gesehen, das war D-, aber er hat ihn trotzdem reingemacht. Das war richtig stark. Karl Anthony Towns wird der nächste Superstar werden in der NBA. In den Timberwolves. Die werden wir auch noch spielen. Es wird schwer werden, das junge Team. Eine Minute noch zu spielen. So, und jetzt muss man switchen. Ach so. Das war ein Block. Gerade Ron. Kein guter Wurf. Gute Defense. Und K. Na gut, also Antetokounmpo. Jetzt habe ich gerade irgendwie so ein. Jetzt habe ich gerade einfach K gesagt. Ich bin Karl Anthony Towns. Ich finde es übel, wie man das ausspricht. So, Larry Nance. Oh! Spin Move! Ja. Ey, shit. Na komm. Einfache Punkte gibt's hier nicht. Ah, noch ein Rebound. Und hier noch ein bisschen durch hier mit Antetokounmpo. Der kann das doch. Zack. 88-42. Schön. Da ist unser erstes Domination-Spiel. Komplett zerstört haben wir. Das haben wir echt gut gemacht. 88-42. Fast doppelt so viele Punkte gemacht. Mehr als doppelt so viel. Richtiger Blowout. Also, das ist wie 2K15, kann man sagen. Man trifft jeden Wurf. Das war 2K16 nicht so. Aber einfach geil, dass die Würfe alle reingehen. Kyle Towns bester Spieler? Ja, kann ich verstehen. Der hat richtig gut gespielt. Was hat er denn so aufgelegt? Wahrscheinlich so 15 Punkte, nehme ich mal an. Vielleicht so 7, 8 Rebounds. Vielleicht 2, 3 Blocks oder so. Bin ich mal gespannt, was er hat. Ja, letztes lassen wir mal so durchlaufen. Aber das ist auch ein guter Offensive-Rebound. Was der für eine Sprungkraft hat, ja? 951 My Team Points. Eieiei. Defense gibt 345. Freiwurf, da sehen wir es. Mindestens 10 Würfe.
Und da haben wir 0 bekommen. Hätten wir nochmal was dazu bekommen, extra. Ist nicht viel, was wir bekommen hätten. Ach, guck mal, man braucht 3,75 allein nur für das erste Pack. Und man braucht wie viel? 4,25. Jetzt haben wir das Lakers-Spieler-Pack bekommen. So, das werden wir jetzt auch gleich mal alles öffnen. Hat Bock gemacht auf jeden Fall. Haben wir gut gemacht. Hat Spaß gemacht. Combination. So, gehen wir uns mal kurz in die Spielerstatistiken reingucken. Russell war 8 Punkte. Oh, doch ein bisschen mehr. Karl Towns 9 von 9. Habe ich nicht mitgerechnet. 18 Punkte, 10 Rebounds, 3 Assists. Curry mit 22. Gary Harris mit 11. Sonja mit 9. Hey, Sonja ist stark. Tetokounmpo gut. Kemba Walker gut. Guck mal. Alle perfekt. Wir haben 68% geworfen. 15 von 24 Dreiern. Nur 5 Turnover. Richtig, richtig stark. 27 Assists. Also höchste Führung 46. Am Ende, ja, sind es auch 46 Punkte. Ja. Hier mal raus und jetzt öffnen nochmal die drei Packs, die wir da bekommen. Da brauchen wir das Logo, da brauchen wir vielleicht das Stadion und dann einen von den Spielern, Russell, Clarkson oder was weiß ich für Spieler. Mir wäre Ingram wäre mir lieb. Bestimmt OP. Dann haben wir die drei Sterne bekommen. Als nächstes steht an Glückwunsch für den Gewinn. Eine Spitz in jedem der vier mein Team Modi hast du 1000, wie es mein Teampoint sein, oh, nicht schlecht. Nächstes sind die Sixers dran, aber man kann beherrscht. Man kann ja auch nur das Spiel. Man kann nicht da hintergehen. Dann gehen wir mal weiter. Packs. Belohnungswarteschlange. Ja, die Lakers Packs. Das Trikot-Pack. Öffnen wir das mal. Das sind drei Packs jedes Mal. Oh, was Goldenes dabei. Oh, da haben wir sogar einen Schuh bekommen. Vertragskarte, Verträge sind immer wichtig. Und dann werden wir jetzt auch das Logo-Pack öffnen und das Spieler-Pack. Mal gucken, wer drin ist. Im Grundspiel dürfen wir nicht drin sein. So, da haben wir das. Oh, ein Lakers-Basket. Ach, ein Lakers-Ball. Das ist natürlich auch geil. Den werden wir natürlich mal einsetzen, glaube ich. Ist ja geil. Was haben wir noch? Das Lakers-Spieler-Pack. So. Mein Gott, das ist... Man davon ausgehen, das ist ein Vertrag. Das ist auch ein Vertrag, ja. Das Trikot und das ist dann ein Spieler. Luadeng! Damit kann man zufrieden sein. Luadeng und Charlie V haben eine Dynamic, sind ein Dynamic Duo. Luadeng, sehr gut. Werden wir auf jeden Fall ins Team einsetzen. Gut. Alles klar, dann sollte es erstmal gewesen sein. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wegen, ob wir das so lassen sollen, wegen Schneien, wegen, ob es gecuttet werden soll, ob die Folgen kürzer werden sollen. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ich denke mal, wir werden uns so größtenteils Multiplayer, My Team Online und Blacktop werden wir uns konzentrieren. Vielleicht, ich kann es so machen, dass wir irgendwie in einer Folge oder so, dass ich da die Spiele schneide, und dass wir da zwei oder drei Online-Spiele in einer Folge reinmachen. Weil wenn wir mal aufgucken, wir müssen ja hier schon alleine, müssen zwei Siege erreichen, zwei Spiele, um aufzusteigen. Wir können mal reingucken wegen Ling. Da sind 15 Spieler, sind schon in der Top-Liga. Und das werden wir, denke ich mal, als nächstes machen. In My Team ein Online-Spiel machen. Ich glaube, das werde ich auch direkt mal wieder machen. Noch hier an die Aufnahme dranhängen. Vielleicht. Aber an sich sollte es immer für die Folge gewesen sein. Schreibt mal euer Feedback in die Kommentare, wie wir das so weitermachen wollen. In My Career schneide ich das Ganze ja, weil sonst wären die Folgen ja auch zu lang. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.